Ich bin sehr glücklich, dass in diesem Jahr wieder Magdeburger Telemann-Festtage stattfinden konnten. 60 Jahre nach Gründung des Festivals. Fantastische, vielfarbige Werke Georg Philipp Telemanns, dargeboten von exzellenten Interpretinnen und Interpreten und ein begeistertes Publikum zu erleben, das ist nach einer Zeit der Stille, wie wir sie alle hinter uns haben, etwas ganz Besonderes, das ich sehr hoch schätze. Es ist eine große Freude, beim Festival unter dem Motto Klangfarben mit dabei zu sein. Und das Tolle ist, dass sich hier Musiker aus so vielen Nationen treffen, sich wieder treffen nach langer Zeit. Ein eingeschworenes Telemann-Fanpublikum mit vielen unterschiedlichen Konzerten. Und man muss die Telemann-Festtage wirklich beglückwünschen für dieses wunderbare Festival. Wir haben das Programm konzipiert, um die Musik von Telemann ins 21. Jahrhundert zu teleportieren. Mit Barock-Ensemble, DJ und modernem Soul-Gesang. Die Sonne geht unter, doch die Nacht bleibt heiß. Ein T-Shirt reicht bis nachts und Telemann als solches gefällt mir eben wahnsinnig gut und ich nehme ihn irrsinnig gerne mit, natürlich auf Reise in die weite Welt, nach Australien und nach Kanada, und dann sagen die Leute: wunderbare Musik, schade, dass wir das noch nie gehört haben, aber toll, dass wir es jetzt endlich gehört haben. Dies war ein absolut tolles Besuch in Deutschland, besonders in Magdeburg. Und endlich diese Musik von einem Magdeburger hier zu spielen, war ein unbeschreibliches Genuss.